Bevor das Video startet, wollte ich euch nur erklären, wie ihr euer Wargear mir einreichen könnt. Dazu klickt ihr auf dieses Formular, das sich unter jedem Wargear-Video befindet. Und hier könnt ihr euer Wargear, Mini-Wargear, Warship, Airship mir einreichen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich zeige euer Wargear. Gehen wir mal geschwind zum Wargear. Erst einmal danke an Vortech, dass ihr das Wargear eingeschickt habt. Gehen wir mal hier rein. Kanonen werde ich hier nicht zünden. Die werde ich auf dem Spybot-Server zünden. Ich habe nämlich mir einen gemacht. Das hier sind die ersten. Das ist ein Mix aus Höhenstreu und normaler Stich. Macht beim letzten Schusstag 2 Schüssen einen Schaden. Also, es ist ein Schaden. Schon früher einen Schaden. Ich habe nur einen Schaden, aber macht einen Durchschuss. Ne? Zumindest
Tech-K.O. Hier die Kanonen, die sind etwas buggy bei mir. Also vorhin habe ich die getestet. Immer wieder im Lauf zerstören die sich. Apropos, ich wollte was. Ne, das ist eine Zeit da oben. Die Kanonentechnik darf ich hier zeigen. Hier ist die Brücke. Gehen wir mal hoch. Hier haben wir einen Ausguck. Unten haben wir auch einen Ausguck, den ich gerade wieder übersehen habe. Hier haben wir einen MG. Und ein Rohr, wo wir rausgucken können. Das Texturenpack, was man gerade einfach, was ihr in der Replay, also die Kamerafahrt gesehen habt, habe ich hier rausgenommen, weil es also jetzt nicht wegen Lecks, sondern hier, zum Beispiel wenn ich hier rausgucke, das verschmilzt. Hier haben wir Lichter, Rückenlichter, es ist nach Steamboat-Regeln gebaut, deswegen Scheinwerfer, die seht ihr gerade. Haben wir auch nochmal. Ich weiß nicht, ob es synchron ist oder ob es einzeln ist, also eine Hälfte, die zweite Hälfte. Hier machen wir die Artschirme an. Man merkt, es kommt Ruckler. Hier auch. Ihr habt die Artschirme gesehen, ich nicht. Ich glaube, das sind sofort schnell ausfahrbare. Einen Alarm haben wir nicht. MG mal später an, wenn ich nicht vergesse. Gut, gehen wir mal hier wieder runter, um hier durchzukommen. Die Tür. Ich frage so welche Pistentüren. Die erfüllen einen, also sage einen, aha, da ist Ration drin. Hier haben wir welche, das sind Mörser. Also Stich können auch zum Mörser umgewandelt werden. Hier habe ich ein Problem. Hier ist Sand drin. Warum ist hier bitte Sand drin? Deswegen zerstört sich immer wieder die Kanone. Die beiden außen, die werde ich erst zum Schluss zünden, weil die machen nämlich den ganzen Wagen kaputt. Komischerweise auch ganz unten die kommen nicht die Treppen hoch. Irgendwie backt sich das hoch. Auch wenn ich Spygod 1.12 und 2 im Server habe, funktioniert es nicht richtig. Hier kommen wir raus, hier haben wir die Artischilder mal von aller Perspektive, apropos. Hier ist Technik. Hätte man sogar auch verstecken können, zeigt euch. Man hätte es wirklich verstecken können. Hier Signal verkürzen, hier durch, fertig. Naja. Ist auch natürlich synchron. Hier haben wir die Kanonen, ja. Das sind Kanonen. Hier haben wir die Artischilder. Ja. Ich finde aber irgendwie, desto mehr hinten sind, desto weniger Zweck erfüllen die, weil die sollen ja TNT-Schaden bewahren. Nur wenn der TNT hier drauf prallt, prallt es hier runter. Klar, der Lauf ist kaputt, aber, also nur der Lauf ist kaputt, so meinte ich's. Aber dennoch macht selbst auch noch Schaden. Und das war's eigentlich vom Borger. So, und willkommen zurück. Und zwar hier auf Weigert. So, ihr seht hier, ich habe verwirrt, damit ihr es wisst. Dann gehen wir mal hinein und aktivieren die Kanonen. Hier machen wir alles nur mit Stich. Also die Kanone lag sich nicht in die Luft, dass noch keiner da sei. Kanonen, ich finde, der Wasserstrahl nach unten fliegt immer schön. Nur ich bin immer zu faul, so um zu machen. Nächste Kanone. Und die hier baue ich mal eben um. Nicht um jetzt irgendwie, also Kanonen und sowas bewerte ich ja generell nicht. Nein, dazu habe ich zu wenig Ahnung. Das Gelbe hier sollte man eigentlich danach, also nach dem zweiten Schuss, sollte man erst das Gelbe aktivieren. Ist in diesem Fall nicht so. Weil hier steht nämlich im Hühnstrahlmodus nur dabei Blau aktiviert. Machen wir mal den Hühnstrahlmodus an. Und starten. Und wir sehen schon, ja, verteilt sich gut. Das ist natürlich eine Höhenstreu, die muss ich erstmal eingraben, damit die richtig den Schaden macht. Deshalb kann man nie beim ersten bis
dritten Schuss bestimmen, ob der Schaden gut war. Bei manchen Kanonen kann man es erst beim zweiten bestimmen, aber es ist, ich mach mal drei, weil wegen Variation, ne? Gibt's ja immer. Das ist der Hühnstreu-Modus und das ist der Stich. Beides gute Modis. Und dann gehen wir mal hier wieder rein. Das haben wir mal wieder aus. Wir gehen jetzt in die Brücke. Finde ich gut, dass es hier auch ein Aufstieg ist für Treppen. Diese Kanonen machen wir noch nicht an. Sondern gehen hier hoch. Alarm, scheinbar vermangeln wir beim... Gut, und dann sind wir beim MGs. Starten wir einfach mal. MGs befinden sich hier vorne. Rechts und links. Mann, so ein... Ja, Hühnstreu. Dumme ist, manchmal jagen die sich selbst. Gucken, ob es jetzt der Fall ist. Die hier scheint nicht gut zu sein. Okay. Sehr schießt die ganz gut. Hier sind sie schon Sand runterfahren. Ja. Da hat sich die erste schon in Luft gejagt. Die zweite aber auch. Nach ein paar Schüssen jagt die sich leider in die Luft. Warum auch immer. Die kommt auch nicht relativ tief. Ich habe schon da, ich habe reingeguckt. Ich finde jetzt kein Problem, aber ich bin noch kein, ich habe noch nie eine MG gebaut, richtig. Deswegen kann ich da nicht helfen. Deswegen habe ich schon mal die unteren hier weggemacht, weil sonst jagen die sich mit. Mir mal passiert, da gab es hier eine Riesenkette. Gut, dann gehen wir mal nach oben. In F3. Weil es Spaß macht, so rumzufliegen. Nicht. Egal. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt zu diesen Kanonen. Das ist die, die sich immer in die Luft jagen. Und zwar hier bleiben die hängen. Kann sein, dass es vom die Version verwandeln, sich das Vorgehen nur noch in die Luft jagt. Das hier ist die Brückenkanone. Machen wir hier mal voll, vielleicht gehe ich das hier an, aber ich glaube, das liegt echt an den Treppen. Start. Scheiße. Aber ich glaube, die hier oben haben überlebt, ne? Dezent ja, dezent nein. Ich mach's jetzt so, weil die sich immer wieder in die Luft jagen. Ich platziere den hier nochmal neu. Ihr seht hier vom, wie sich alles explodiert im Schnellverfahren. Und dann sehen wir uns oben wieder. Ist es ein Deal? Ist ein Deal? Okay, gut. Bis gleich.
ich bin nochmal zurück in der Aufnahme. Ihr seht es vielleicht schon. Ich habe nichts umgestellt. Jetzt treffen die MGs nicht mehr. Aber das... Alles klar. Aber das Auge mit den MGs jagt sich selbst nie. Ich hatte ja vorhin das gleiche, da haben wir nicht getroffen. Ich dachte, das war ein Bug, okay, starte neu. Da haben sich die MGs nicht gespottet. Jetzt starte ich neu, die MGs machen immer noch keinen Schaden, aber spotte mich wieder selbst. Yay! Ich mag mein Griff dafür. Ganz ehrlich, wir machen das beste Spiel. Ganz ehrlich, bitte, Mojang, kümmert euch mal um die TNT-Physik. Langsam ist mir ein bisschen... Klappt das, sowas zu machen. Gut, ich habe jetzt die Wahlgelben nicht gemacht. Ich habe das Wahlgelb auch noch kopiert. Die mache ich jetzt zum Schluss. Ist nur dich. Na, die hier gehen. Und wie die gehen. Gut. Die hier mache ich im Mörser-Modus. Um es euch mal zu zeigen, aber ich mache ja auch das Gelbe wieder weg. Weil Mörser finde ich, ja, muss nicht so viel. Oh, war hier eins oben drauf. Also Modus heißt ja einfach nur, okay. Cool, also Modus ist ja, dass es reinfliegt und dann nach unten geht, oder? Ach ja. Dann lade ich die Kanone gleich nochmal. Ohne Mörser. Und zwar jetzt eben. Ich will ja alle Vogels gut zeigen. Dann ist es unverladen. Oder ich hätte nochmal den Druck gebraucht oder so. Nur, ich will, wenn schon, wenn ich das zeige, es korrekt machen. Gut, die Kanonen hier außen, die werden sich in die Luft jagen, dann sage ich jetzt schon. Weil hier Sand ist. Lass mich vorbei. Jetzt ist hier kein Sand. Es ist hier runtergerasselt vom MG her. Aber warum tut man hier Sand hin? Warum? Das kann ich nicht verstehen. Ist hier Sand auch noch weg? Ja, gut. Okay, die jagen sich nicht in die Luft. Dafür konnte ich jetzt nichts. Das war Mankind. So, und willkommen zurück. Erst einmal gehen wir ins Worge. Worge ist so strukturiert. Man sieht sehr viel Redstone. Man hätte hier noch was abschneiden können. Ja. Ja gut, hätte man viel abschneiden können. Aber ist ein Oldschool-Ruhe. Leute, war mal ein Oldschool. Ist jetzt neuer geworden. Deshalb nicht so schlimm. Ich finde es nur immer schlimm, dass ich hier die Redstone-Repeater, also Repeater, nicht umwandeln kann zu Glas. Ich frage mich warum, aber egal. Gelben hier natürlich, hier oben, konnte man ja nicht feuern, weil hier ja zu Stein rumging oder so. Ich weiß nicht warum. Ich hab's einfach jetzt machen müssen. Ich mach's ein bisschen sauer, weil kann es eigentlich anwenden. Ich glaube auch nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich glaube auch nicht, dass Vortech einen Fehler gemacht hat. Ich glaube einfach nur, dass es ein Minecraft-Bug ist. Dann sehe ich sehr viel ausgebaut. Ich bin gerade ein bisschen so. Ne? Gut, das hier ist der Schadensbild. Man kann jetzt hier noch die Kanonen, die sich eigentlich in die Luft schießen, hier dazu denken, die eine, die sich in die Luft geschossen hat, und die hier etwas mehr reingraben, also zumindest bis zur Hälfte haben wir ja gesehen. Graben die sich hier rein, bis sie sich in die Luft sprengen.
deswegen, das habe ich jetzt auch in meiner Bewertung berücksichtigt, weil, come on, Leute, wenn ich das nicht berücksichtige, das wäre ein bisschen besonders, ein paar Mal haben wir hier funktioniert gegeben. Einmal. Von 5 Tests. Irgendwann habe ich ja auch mal. Deswegen weiß ich, dass der Schaden von dem hier, also vom gelben, genauso ist wie dieses Stichs. Nur die haben sich in Luft gejagt. Why Minecraft? That's meine Bewertung. Ich habe im Übrigen ein neues Bewertungssystem. Ich muss noch für Mini-Vogels, Warships und Airships und gegebenenfalls meine Reihe, die ich irgendwann mal machen werde, werde ich noch reinschreiben, wie ich die bewerte, weil Airships, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Warships, weiß ich auch noch nicht. Mini-Vogel, weiß ich, wie ich das mache, muss ich nur noch aufschreiben und Vogel habe ich schon. Zeige ich euch auch noch. Insgesamt gibt es 9 Flächen, 9 Flächen, das muss man mehr machen. 3. 9. Okay, 9. Ich bin ein bisschen dumm gesehen, aber wir haben auch ein bisschen Angst. Seht, warum sind hier so wenig Punkte? Ich hab's komplett anders gemacht. Ich mach's nicht mehr so wie früher, indem ich aus dem Bauch hinaus. Ich habe jetzt aufgeschrieben, zum Beispiel für unnötige Gegenstände. Zum Beispiel, wenn ein Stuhl mal irgendwo ist, gibt's einen Punkt und. Zum Beispiel Optik in. Deswegen ist Optik in so wenig. Die Gänge sind 2x2. Ja, gab's einen Punkt hier. Und einen halben Punkt. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Warum war noch einen halben Punkt? Nur als Beispiel. Ganglampen. Weil da die ganze Zeit Licht. Gut. Optik außen. Optik außen, man sieht's. 4 von 10 Punkten. Wegen der Tiefe und ist mir einen Kasten und ich werde das. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr die Bewertung seht. Optik in 1,5 Punkte habe ich ja gerade genannt, warum. Optik insgesamt ist wegen 2,75 Punkte. Technik. Technik bezieht sich auf die Technik in der Brücke und außenrum. Zum Beispiel bei Lampen, die an- und ausschaltbar sind, nicht Scheinwerfer, ich meine, die sind drin, gibt es mehr Punkte wie die Technik. Nicht wegen Inneneinrichtung, sondern wegen Technik. Deswegen nur 2,5 Punkte. Teamfähigkeit hat mich das Vorgel sehr überzeugt, tatsächlich. Mit dem Vorgel kann man sehr gut zeiten. Man steht sich nicht im Weg, man kommt hier schnell von A nach B. Hier ist auch eine Variation zwischen Treppen und Leitern und Fallschichten. Außerdem sind die Gänge nicht klein, sondern groß genug, dass man sich nicht in 1,12 anstupft, weil man kann ja hier, wenn wir jetzt mal schreien, kann ich hier wegstupsen. Und das wäre auch ein Borrello. Hat genug Platz, um sich in Sicherheit zu bringen. Und, ja, man kann fighten. Also, es ist richtig gut eigentlich. Deswegen 6 von 10. Artischutz. 1 von 5. Jetzt sagt ihr euch, warum? Hier oben ist doch super viel. Ja, ist es. Nur, ich habe es jetzt so bewertet, dass Artischilder einen Punkt geben, dass Spikes einen Punkt geben, dass Seitenschilder einen Punkt geben, dass Hintenschilder einen Punkt geben und dann kommt man auf eine Summe. Dann Gegnersicht. Die Gegnersicht ist bei 3,5. Also, weil man hat hier unten, also man hat das auf jeder Etage eine Sicht. Nur ganz oben hat man keine, aber dafür kann man ganz schnell nach oben. Deswegen habe ich das hier noch als jeder Ebene hat man Sicht eingetragen. Dagegen 3,5 Punkte. Außerdem, außerdem warum? Das habe ich nochmal dagegen. Ach ja, außerdem hat man hier einen Dachzugang und deshalb gibt es noch einen Punkt.
Nein, es gibt auch Wargames ohne Dachzugang. Die Schadenssysteme, 2 von 3. Früher habe ich es ja anders bewertet, da habe ich den Kanonen 2 hatten und. Diesmal habe ich es anders bewertet. Schadenssystem in der Brücke gibt einen Punkt. Pro Schadenssystem mit Alarm gibt es einen halben Punkt. Das ist die zweite Abbau. Und? Also. Die Alarm, die man auch ausschalten kann, wenn der nur läuft, aber nicht ausschalten ist, gibt es keinen Punkt dafür. Nur wenn man ausschalten kann, gibt es einen Punkt dafür. Und deswegen kommt man hier auf 2 von 3. Außerdem, Flexibilität, seht ihr schon, warum ist hier 0,5 zu viel. Man kann auch mehr bekommen. Bei manchen geht das nicht. Aber hier bei Flexibilität zum Beispiel ist so ein Punkt, funktioniert es. Bei Flexibilität, lass mal eben über den Spickzettel gucken, dass ich hier ein Fenster befinde. Pro Module an einer Kanone gibt es einen Punkt. Ich unterteile das so pro Modul. Es gab 3 verschiedene Kanonen. 3. Einmal auf dem grünen, gelben und roten Deck. Die gelben haben leider nicht funktioniert. Also zumindest bei mir nicht. Apropos, ich überlege gerade mal, ich gehe gleich mal auf Steam War. Wenn es da funktioniert, zeige ich euch da mal den Schaden. Wenn es nicht funktioniert, wird das Video beendet. Gut, wie geht's weiter? Viele verschiedene Kanonen. Hier gibt es sehr viele verschiedene. Man hat insgesamt unten einen Stich, oben einen Stich, hier so einen Stich, also man hat viele Stichs auf jeden Fall, ne? Man hat hier Automatics, man kann die Kanonen verstellen, also mehr Variationen will ich nicht. Also schon gut genug. Großer und starker Flächenschaden. Ja. Wenn wir mal hier hingehen, sehen wir, naja. Aber ich habe mehr, also ich habe die Punkte gegeben, weil ich einmal gesehen habe, wie eine vernünftige im gelben Bereich funktioniert hat. Weil die so ähnlich war wie ein Stich und man könnte die auch noch nur sammeln, falls sie wieder nehmen. Ist das schon ein Schaden? Außerdem, die hier waren ja auch stärker. Also die Automatics. Deswegen habe ich die volle Punktzahl gegeben, weil man damit als gegnerische Borgie K.O. setzt. Habe ich noch was? Man kann auch noch einen Punkt Flexibilität bekommen mit unerwartetem Schaden. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Seitenstich hat oder einen Seiten. Irgendwas mit Seite. Oder einen Downstep. Oder einfach eine Arti. Das versuche ich momentan zu entwickeln. Die nach hier hoch geht, über das AT-Schild, nach unten geht und hier rein, richtig hier rein bricht. Braucht er keinen, dann keinen Stich mehr zu machen, braucht einfach nur einen leichten Schaden zu machen, schon die Kanone. Und kann sich ja nach unten graben. So eine Kanone versuche ich momentan zu entwickeln. Ich meine auch, es gibt so eine Kanone. Ich entwickle einfach. Ne? Ich habe auch schon mal fast eine Downstep geschafft. Nicht eine klassische Downstep, wie man die kennt. Sondern eine, die von ganz unten, einfach nach oben und rüber geschossen wird. Ich muss nur noch mal gucken, wie man es schafft, dass wenn der hier rüben ist, dass dann getankt nach unten geht. Aber so weit bin ich schon. Gut. Genug davon, das seht ihr. Deswegen 5,5 Punkte von 5 eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn hier Fails dabei waren. Die tatsächlich, glaube ich, noch hier schon waren. Wenn es noch weitergeht, da seht ihr jetzt hier bei der vom Video, dann wisst ihr, aha, es kommt noch was. Wenn es nicht weitergeht, wisst ihr, aha, das ist auf Steamboard genauso. Ich sag schon mal Tschüss, wird auch das da hinten nicht mal kommentieren.
mein Main-Crystal auffängen, aber will ich nicht, also bis irgendwann mal. Ciao!